Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Green Hell. Yo, wie schauen wir eigentlich gesundheitlich aus? Ja, bieb, bieb, na, komm. Ja, wie immer, Katastrophe. Wir saufen uns wieder nieder, mit natürlich frischem Regenwasser. So, sauf, 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 dann haben wir schon. Sauf, sauf, sauf. Wir haben eigentlich Fleisch, was aber irgendwie nicht weiter trocknet hier. Seht ihr das? Da haben wir scheinbar ein Buggylein. Das heißt, wir werden sterben. Wir haben nichts mehr zum Fressen, zum Essen, Entschuldigung. Und das ist nicht gut. Das ist überhaupt und gar nicht gut. Ich versuche mal was. Ich weiß nicht, dass man das in Flucht machen kann. Ich versuche die jetzt mal ins Wasser zu... Also hier auf den Boden zu stellen. Vielleicht kann die sich auch mit Wasser befüllen. Sonst wüsste ich für die Pflanze hier keine Verwendung. Okay, wir haben hier Kohle, Kohle, noch mehr Kohle und Asche und Riesenkrötenfleisch gekocht, was wir gleich essen werden, Mahlzeit. So, hier, das will ich jetzt eigentlich mal fertig bauen. Das heißt, wir brauchen Stummerbeeren. Ja, halt, da haben wir schon einen. Wie super passend. Da, da, da. Da, zack. Zwei noch, so wie es ausschaut. Dann können wir hier endlich ein vernünftiges Feuerchen machen. Was ich auch machen möchte, wäre so ein zweites Lager, wäre glaube ich ganz brauchbar und cool. Na, das will ich eigentlich nicht. Für den Fall, dass diese Eingeborenen uns wieder belästigen quasi, dass wir noch was anderes haben. Wisst ihr, was ich meine? Geh halt so, ist auch wurscht. Unfassbar. Was auch cool wäre, ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt möglich ist, schon in dieser Version des Spiels. Was cool wäre, wenn wir auch so einen Sammelbeutel hätten. Wie wir es zum Beispiel bei Forest kennen. Wo wir Beeren mitnehmen können und vielleicht so wie hier die Pilze, dass wir die vielleicht irgendwie in getrockneter Form dann mit uns nehmen können, wo die Wirkstoffe erhalten bleiben. Yay! Sowas wäre halt schon cool. So, wir bauen ein Feuer, Feuer, Feuer. Kleines Feuer, Feuer. Genau. Na, du musst das nicht erschlagen, musst du es nicht. Du brauchst nur das hinstellen. Das hätte mir schon vollkommen gereicht. Wir haben im letzten Part, was haben wir eigentlich alles angestellt? Wir haben, glaube ich, ein paar Eier gefunden. Wir haben, glaube ich, wir haben eine Schlange getötet irgendwann mal. Ja, servus. Nur das mit unserem Bogen gefällt mir noch nicht so ganz. Der ist irgendwie lame. Also ich empfinde den als lame. Der hat kein Damage. Ich habe auch keine Ahnung, ob man vielleicht... Oh, eine tote Maus. Die nehmen wir mit. Ich hätte sie zwar gern lebend, also zu Hause so... Bei uns zu Hause da drüben im Lager, ne? So vier Mäuschen, weil das ist ja die Mindestgruppengröße, die man haben sollte bei den Farbmäusen. Das wäre schon cool. Da, 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 da. So, das wäre jetzt echt cool gewesen. Naja, ich möchte das sammeln. So. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ja, die Lianen kann ich auch nicht mitnehmen. Ich habe... Oh, noch eine Maus. Die haben natürlich auch wieder alles mit. Wenn hier so viele tote Mäuse liegen, muss wieder aufpassen, dass hier so eine ekelhafte Schlange ist. Die uns wieder da tödlich verwundet. Was wollte ich jetzt noch machen oder sagen?
Genau, ich möchte bauen. Das ist auch so eine Sache. Ich möchte ja auch bauen. Wir haben ja so viele. Hallo. Wir haben ja so viele. Ja, so viele Dinger angefangen zu machen, dieses Häuschen und so weiter, ne? Sollen wir mal die Knochenaxt probieren? Aber die ist keine Waffe eigentlich, ne? Na, ich glaube, mit dem Bogen sind wir da besser. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich höre dich quieken. Ist er da? Federn, aha. Ich höre den kleinen quieken. Ah, hier ist er. Irgendwie haut es gerade nicht so hin. Okay, es ist gestorben. Ich habe keine Ahnung. Es ist gestorben. Alles klar. So. Ich glaube, das soll noch nicht so sein. Ich wollte Bäume fällen. Eigentlich, ursprünglich. Ich sammle den noch auf. Wie gesagt, ich möchte gerne das Häuschen da drüben, was wir da schon angefangen haben, fertig machen. Das heißt, wir benutzen dich. Ja, du wirst jetzt benutzt. Mal schauen, ob das mit. Ja. Schon, oder? Ist effektiver. Bis auf unsere Ausdauer, die ist halt natürlich nicht effektiv. Und wir müssen ja schon bald schlafen gehen. Ja. Ja. Die Holzscheite nehmen wir natürlich auch mit. So. La 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 la. Und wir brauchen dann auch was zu futtern. Großer Stein. Ich dachte jetzt, hä? Da liegt wieder so ein Viech. Dabei ist es nur ein Steinchen. Ein Steinchen. Lala. Lala, ein Steinchen. Für uns ein Steinchen. Haben wir jetzt schon für Holzscheite? Habe ich da jetzt schon? Nein, ich glaube nicht. Ne? Dafür haben wir noch keine Halterung. Glaube ich. So. Umgeschmissen den Dreck. Lala, lala, lala. I, Larve. Okay. Ding. So, das ist mal fertig. Ich denke immer, da stirbt was. Ich denke immer, da ist was gestorben. Da ist dieser blöde Ast hier. So. Und zwar, wir können uns eigentlich jetzt ein Feuerchen machen, probieren. Also benutzen. Mit trockenem Blatt. Und ich habe schon wieder vergessen, eine Playlist zu suchen. Das ist aber gar nicht so einfach, so ein ruhiges Lied im Hintergrund zu haben. Also was Passendes halt zu finden. So meine ich. So, wir müssen Essen kochen. Da ist schon irgendwas verdorben, glaube ich. Na, Glück gehabt. Das schaut nur so aus. Dann tun wir schön Speck anbraten. Außen wird es getrocknet, innen wird es gebraten, glaube ich, ne? Was kann man mit dieser Larven, kann man essen, Disgusting. ne? Ugh. Bäh, ja. Es ist halt, ja. So. Tut schön braten. Hast du jetzt irgendeinen Nutzen für uns? Herstellen, da will immer irgendwas herstellen. Ich habe aber keine Ahnung, was man damit machen kann. Nee. Ich schmeiße sie einfach mal weg. So, dann müllt sie unser Inventar nicht so ekelhaft voll zu. Voll zu, verstehst? Haben wir, ich glaube, wir haben schon wieder ein Problemchen. Kann das sein? Kohlenhydrate fehlen schon wieder. Essen wird eh da hinten schon gemacht und das hier ist halt ärgerlich.
Ich werde das jetzt mal kaputt schlagen. Ist mir egal. Ich mach das jetzt kaputt. So. Vielleicht kriegen wir unser Essen ja wieder zurück. Nein, kriegen wir nicht. Das ist alles kaputt. Ist klar. Das liegt auch nicht im Matsch. Das ist jetzt einfach weg, weg, weg. Okay, ich wollte es mal probieren, weil mir nervt das jetzt schon langsam. So, so, so. Mir nervt das ehrlich gesagt schon langsam, dass da nichts funktioniert. Also vom Trocknen her, ne? Vielleicht liegt es auch daran, vielleicht müssen wir dieses Trockengestell auch hier unter dem da stellen, weil wenn es regnet, dann funktioniert es vielleicht nicht. Und dann wird es, genau, haut halt nicht hin. Wenigstens kriegen wir hier die Materialien zurück. Zumindest ein Teil davon. So. Und vielleicht müssen wir einfach hier und da mal ein neues bauen. Und dann geht es auch wieder besser. Ich nichts wissen. Halt, was liegt da? Stein. Ich habe keine Ahnung. Ich muss jetzt mal bei uns zum Essen schauen, nicht, dass es verbrennt. Dann haben wir wieder nichts Gescheites. Wie schauen wir aus? Einmal gekocht, Essen. Da haben wir auch was gekocht. Da haben wir einen Speck, den werden wir auch gleich verknuspern. Laden essen wir weg. No, ja, es hilft nichts. Disgusting. So aufregen immer. So. Ich bin gerade am Überlegen, das kann man jetzt nicht machen, ne? Wird das zum kaputt machen? Nee, oder? Na, glaube ich nicht. Die Nähe zum Feuer. Unsere geistige Gesundheit ist erstaunlich gut. Wir haben das irgendwie hinbekommen. Und dann würde ich ehrlich gesagt wirklich gerne. Warte mal. Kein Platz im Rucksack. Ja, ja, ist schon gut. Ich würde jetzt wirklich gerne nochmal probieren, dieses Trockengestell zu bauen. Wie war denn das? Hier, glaube ich, ne? War das hier dabei? Nein, dann ist das wahrscheinlich. Ist das hier dabei? Ja, hier ist es dabei. Wir haben keine Bambusstecken. Ich habe auch keine Ahnung, wo man sowas herkriegt. Aber so ein Trockengestell wäre halt schon cool. Ich versuche es jetzt einfach nochmal. Ich stelle jetzt nochmal eins hin. Allerdings so hin, dass uns hier nichts mehr so leicht überraschen kann, nach Möglichkeit. Ich glaube, so ist gut. Wir haben jetzt keine langen Stöckchen mehr, ist eh klar. Müssen wir alles wieder machen. Wir trinken mal was, ist glaube ich nicht so schlecht. So, so, so. Wir brauchen so viel Holz. Holzi, Holzi, Holz. Das ist unwahrscheinlich. So. Trinken, 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 trinken. Trinken, passt. So, da mache ich auch noch eine. So. So, wir können auch noch schauen. Ob wir Glück haben. Was ist denn das da hinten? Das schaut nur so komisch aus, ne? Gut. Genau, Bananen wollte ich noch essen. Weil Kohlenhydrate ist bei uns schon ziemlich mau. Das heißt, schön verknuspern. So. Da ist so eine Sauspinne, die mich letztes Mal fast das Leben gekostet hat. Stirb! Du Mistviech. Essen tun wir sie nicht, wir nehmen sie mal mit. Vielleicht können wir sie dann da drüben für unsere Falle gebrauchen. So, wo ist die Banane? Da. So. Na, ich will die Banane haben. Bitte. Ich kann nicht hüpfen. Da. Nein. Jetzt. Und Schmackofatz. Huch. Ah, müde sind wir auch. Entschuldigung. Das werde ich nie hinkriegen. Nie. In 1000 Jahren werde ich das nicht hinkriegen. So, ist stockfinster. Na, überraschenderweise geht's. Den Lurch da drüben. Den Lurch. Den würde ich jetzt echt gerne mal klatschen, weil der ist. Wenn der kein Leder gibt. Haben Lurch, ich habe keine Ahnung. Was haben wir hier? Ah. Ich glaube.
stellen wir wieder auf, dass wir was fangen können. Ich werde gleich zur zweiten Falle schauen, weil vielleicht haben wir eine Kröte gefangen. Das wäre eine Schlange. Ja, wieder so eine ekelhafte Spinne. Ui, ich sehe gerade einen Papageien da zu unserer Linken, glaube ich. Weiter. So, wir haben eine Spinne. So, Spinne zu Spinne. Hier ist, glaube ich, ja, ein Tukan. Den nehmen wir natürlich mit. Sehr gut. Und ich möchte mich jetzt mal, ehrlich gesagt, ein bisschen durchs Gehölz hier schleichen. Wer noch? Huch, ich wollte nur essen. Nein, egal. Ich wollte das Schwammerl hier jetzt mal essen, einfach nur so zum Spaß. Weil die geben auch gar nicht so wenig Gesundheit. Was haben wir da? Einen Papageien. Den nehmen wir natürlich auch mit. Und dann sollte ich mal schlafen gehen. Aha, für die Väter ist kein Platz mehr. Ich wollte jetzt echt nur... Aber wir haben eh keine Energie, es ist ja wurscht. Ich wollte da jetzt wirklich nur mal diesen komischen Luich da, diese Echse da für uns fangen. Hm, scheint aber keine gute Idee zu sein. Egal. Wie sind wir gesundheitlich? Ja, ist nicht so schlecht. Dann würde ich sagen, wir gönnen uns eine gute Nachtruhe. So, ich wollte so viel bauen, ich wollte so viel machen. Ich wollte auch unser Lager mal ein bisschen nach außen, ne? So ein bisschen geschützt, wenn möglich. So, nochmal pennen, dann ist eine gute Zeit zum Aufstehen. So, ja, das passt, glaube ich. So, mal was trinken. Ja, und dann wollte ich eigentlich weiterbauen, weil hinten haben wir schon ein Bäumchen gefällt. So, ich komme da nicht dran. So, jetzt auch. Und hier noch was, das hätten wir schon mal. Dann probiere ich mal, ob wir hier auch ein Dach drauf kriegen. So, glaube ich. Bananenblätter. Geht das? Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir haben jetzt zwar keine Bananenblätter da. Pfeil. Echt? Hm, dann habe ich denen verschossen. Egal. Wir haben, glaube ich, keine Bananenblätter momentan hier, aber das ist unser geringstes Problem. Die können wir hinten super klasse zusammenschlagen und mitnehmen. So, so. So, so. Wir haben viel zu bauen. Sehr viel. Wieso denn jetzt schon wieder? Ja. Ich will die Nuss haben. Hm? Was war da? Nix. Passt. Ich will die Nuss haben. Wenn ich hier mal... Danke. So. Nehmen. So. Da müsste nochmal normalerweise noch eine zweite sein. Unbekannte Nuss. Da ist sie ja. Passt. Haben wir jetzt... Wir haben Fleisch, ne? Einen Haufen. Ja. Und das Lustige ist, ich sollte es jetzt eigentlich verarbeiten. Ich will ich auch haben. Mann, die nerven, echt. Also das muss man wirklich sagen. Die nerven wirklich, diese Knochenfratzen-Typen. So. 20.000 Kokosnüsse. Na, jetzt ist das kaputt. Hör auf. Never lucky. Never lucky. So, wir brauchen... Das wäre mit normalem Stein gegangen, das Lagerfeuer. Wer lesen kann, ist eindeutig im Vorteil. Ah, das wollte ich nicht. Kann man das wieder kaputt machen? Ach, das bringt ihr wieder ab.
So, geht nichts mehr. Haben wir nichts mehr. Was haben wir noch im Beutel? Ja, den machen wir kaputt. Na, haben wir noch genug? Also einen normalen Stock brauche ich jetzt schon wieder. Ach Gottchen. Einmal den normalen Stock, einmal den anderen Stock. Ich weiß, den habe ich im Stocklager, aber ich wollte gerade schauen, ob man hier rundherum noch was anderes finden. Bananenblatt zum Beispiel. Haha. Na, das nehme ich jetzt nicht mit. Wegen einem. Zwei. Nehmen wir es doch mit. Drei nehmen bitte, danke. Ja, okay. Ich dachte nur, wenn ich hüpfe, komme ich drüber. Nein, natürlich nicht. Jetzt da. Kreuzbirnbaum. Diese Ureinwohner hier. So. Ja, ja. Verbrennen wir mal so ein Vogelnest. Ja. Oh, yes! So, schönes Feuerchen. Jetzt habe ich echt versaut mit dem Feuer. Kompliment. So, und rein in den Gatsch mit unserem leckeren. Wenn ich das jetzt, kann man das verbrennen, diese Spinne? Bringt sie echt für nichts, oder? Ich futter die Nuss mal. Okay. Nein! Mit der Spinne kann man da tatsächlich irgendwas machen, scheinbar. Ich brauche nochmal so ein Feuerchen. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal richtig. So. Wow! Können Sie sich wieder schleichen, bitte? Könnte mal so ein Jaguar vielleicht vorbeikommen und die wegfressen? Das wäre super. So, so, passt. Das hätten wir ja schon mal. Dann würde ich sagen, kann man vielleicht noch die Maden machen hier so. Kann man mit dem Pilz noch irgendwas tun? Ja. Dann würde ich sagen, bevor er verdirbt, erstmal weg. So. Da vorne haben wir eh noch ein paar. Die Maden, die werden jetzt gerade wieder nicht so super für uns sein. Disgusting. Geistige Gesundheit ist dadurch wieder sehr geschwächt, aber wurscht. Die beiden davor nerven halt echt. Muss das sein? Ach. Unfassbar scheiße. Na egal. Da haben wir schon einen Priegel für uns. Super. Und noch ein bisschen was zum Saufen. Ja, sauf die Fuller, Kumpel. Yeah. So. La 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 la. Stöckchen, Stöckchen, Steinchen. Hey cool. Ist der nachgewachsen? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall schlagen wir mal zusammen, weil das wollte ich ja eigentlich ursprünglich machen. Und jetzt bin ich wieder voll am Fressen und am Saufen. So, zack, zack, zack. Zack, zack. Den ersten haben wir schon mal. Da haben wir gleich den zweiten dazu. Zack, zack, zack. Ein bisschen Ausdauer haben wir noch. Jetzt ist er mal ein bisschen müde. Zack. 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 Passt. Ja, so geht's auch. Das Holzscheit brauchen wir jetzt dabei nicht. Ich will den langen Stock haben, wo auch immer der hingeflogen ist, der zweite. Holzscheitel, Holzscheitel, Stocki. Lange Stocki. Lange Stocki. Nix lange Stocki. Echt jetzt? So, hat hier noch lange Stocki. Da haben wir einen. Da müsste auch noch ein zweiter sein. Oder sind die aber zu kurz und die können gar nicht dann. Das
würde ja auch einiges erklären. Einsammeln, einsammeln. Hier brauchen wir noch nicht. Lange Stocki, da haben wir es ja. Die fallen halt irgendwo hin wahrscheinlich, ne? So eher. Lange Stocki, wo bist du? Es müsste doch einen zweiten geben. Vielleicht habe ich den auch jetzt irgendwie, ne? Ruiniert. Unbekannte Frucht, ja. Können wir uns wieder. Oh, schnell schmeißen. Ein Mäuschen. Das nehmen wir mit. Armes Mausi. So. Und mir das auch diese komischen Früchte da, wo ich immer noch nicht weiß, wofür die braucht werden. Vielleicht ist es ja Medizin. Ja? War das gerade das Gemiepsi von der Mausi? Ich glaube, das war gerade das Gemiepsi von der Mausi. Ah, süß, süß, süß. Süß. So. Wir bauen hier. Zack. Ich hoffe, die Ureinwohner kommen da nicht rein. In unser Paradies. Ich glaube, wir trinken mal was. Prost. Und da ist gleich auch nochmal ein Schluck. Genau. So, arbeiten macht durstig. Ui, da haben wir wieder einen. Ist das etwa unsere Falle, die da immer vor die Tiere da hier? Ist das etwa dann unsere Spinne? Ich glaube, ich spinne. Wir sollten mal was herstellen wieder. Und zwar einen Haufen Pfeile wird sich wieder anbieten. Ziehen und ziehen, weil wir haben schon wieder viel zu viel. Herstellen, ziehen und ziehen. Also viel zu viele Federn und viel zu viel wenig Zeug vom anderen. So, viel zu wenig vom anderen. Was soll's. So. Pfeile, Pfeile, ach wie toll. So. Dann können wir noch mehr herstellen. So. So. Dann ist mal kurz gut. Federn, 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 nur für uns. Schöne, hübsche Federn, ach wie toll. So, die Falle geht noch, okay. Ausbauen. Da ist noch, ist das ein langer? Nein, normaler Stock. Kleines Stückchen, kleines. Nein, ich will das Blatt nicht. Geh weg. So. So. So, la 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 la. Halt. Stocki, Stock, Stock. Da ist noch ein kleiner. So. Weil das wäre echt cool. Muss ich schon sagen, das wäre mega cool, wenn das Spiel so schlau ist. Und quasi erkennt, boah, wir sind schwer, und erkennt, dass da in der Falle eine Spinne drinnen ist, die dann, wenn ein Vogel da sitzt, die Spinne den Vogel beißt, sozusagen, und der Vogel durch das Gift stirbt. Ich meine, mir tut es leid um den Vogel, keine Frage, aber, ja, das Holzscheit können wir auch mitnehmen, stimmt. Nehmen wir die Holzscheitel mit. So ist gut. Ich glaube, wir sind ein bisschen schwer. Müde sind wir nicht so recht. Aber trotzdem irgendwie schwer beladen. So, sind die Arschlöcher hier? Nein. So, wie redest denn du? Ja, ist doch wahr. So. Zack. So. Natürlich sind sie noch da. Na, das wollte ich nicht aufheben. Hoppala. So. Stimmt, wir haben ja noch Knochen auch noch, ne? Jesus, na. Wir haben. Habe ich mich gerade erschrocken. Ich dachte, das ist ein Jaguar, der mir jetzt angeht. Alter Schwede, ich werd alt. La, li, la, la.
Alter Schwede. Jetzt habe ich schon gedacht, das ist Außengeschenk. So, wir bauen uns ein zweites Lagerfeuerchen. Fertig. So. Und da probiere ich jetzt wirklich mal so eine Spinne. Da passiert echt was. Okay. Moment, was ist denn das? Verbrauchsgegenstand. Das wird Gurken. Sollen wir mal essen? Bleiben uns halt an zur Not. Na, die war gut. Sehr gut. Na, brauchst du dich nicht schrecken. Ich tue dir ja nichts, du komisches Viech. So. Ich sehe gerade, ich glaube, wir brauchen... Wir brauchen scheinbar... wieder Trockengräser. Na nun, da ist es. Ich suche das Nest, ne? Vogelnest. Jetzt hat er mich erschreckt. Jetzt hat er mich schon angegriffen wieder. Da. Okay. So, was haben wir noch? Genau, das Fleisch. So. Geht jetzt da was mit der Frucht? Nicht so wirklich, ne? Das Ara-Fleisch ist fertig, das essen wir sofort. Diese Spinne ist jetzt gekocht. Ich werde es jetzt mal essen. Okay, wir haben irgendwas, ich glaube, das sind... Sind das jetzt wieder diese... Um Gottes Willen, 20.000 Fuß eben. Vom Fuß vielleicht auch. Na, der hat aber nichts, der Haxen. Der auch nicht. Passt. Gut. Schön. Da haben wir eine gekochte Made. Okay, also merkt es an uns. Spinnen können wir fressen, essen, wenn sie gekocht worden sind. Okay. Und wir müssen jetzt den Part beenden. Ihr Lieben, weiß ich schon wieder spät. Eine Krabbe. Ah, wie gerne würde ich diese Krabbe da jetzt fangen tun. Für uns. Eine Krabbe, so schnell. Ich glaube, mit Pfeil und Bogen geht das sowieso nicht. Hoppala. Ich habe gerade einen Pfeil weggeschmissen. Na, nimm. Wie, kein Platz, dann lass ihn halt liegen, du Dodel. Nein! Du, ich glaub, da knurrt was. Mir kommt vor, ich habe gerade was knurren gehört. Ein Vogelnest. Aber ohne Ei. Schade. Da haben wir ein paar Schwammerl, die nehmen wir auch gleich mit. Ich wollte ein Bad beenden. Es ist eine never ending Geschichte, das hier alles. Mich ärgert es gerade, dass wir keine Krabbe bekommen. Grr. Ich hätte so gerne eine Krabbe gehabt zum Essen mal. Ich wollte ja mal ausprobieren, wie das mit Braten geht und so. Naja, egal. Ihr Lieben, wir beenden den Part. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich kann nicht mehr hüpfen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.